Notiz, 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 Notiz. So, also ich persönlich habe mit Digital Detox, Digital Detox gute Erfahrungen gemacht, was den positiven Folgeeffekt anbetrifft, aber schlechte Erfahrungen, was die Umsetzung anbetrifft. Der positive Effekt war stets ein gefühlter Energiegewinn, so als ob man das Sprichwort "In der Ruhe liegt die Kraft" tatsächlich fühlen würde. Also wie so eine Art kräftige, stabile Ruhe und Ausgeglichenheit. Aber nach dem digitalen Detox war dann, wie bei anderen Süchten auch bekannt, der Jojo-Effekt, der typische negative Effekt, auch weil sich in der Zeit, in der man offline war, dann doch viel Interessantes angesammelt hat, was einen dann doch neugierig macht, was man dann doch nicht verpasst haben will, sodass man das dann zusätzlich zum ganz aktuellen dann nachholt. Also bei mir war das jedenfalls so. Beim Versuch wiederum, die Online-Zeit einfach grundsätzlich zu reduzieren bzw. zu limitieren, wird dann viel von der Offline-Zeit und auch vom positiven Effekt getrübt durch den permanenten Kampf gegen die eigene Neugier, weil man bei der scheinbar einfachen Reduktion überhaupt gar nicht erst einen wirklichen Abstand zum Internet bzw. zur Internetwelt oder Internetsucht bekommt. Der Effekt, wie er im Sprichwort "aus den Augen, aus dem Sinn" beschrieben wird, dieser Effekt greift dann nicht richtig. Dennoch herrscht meiner Meinung nach im Internet weitgehend insbesondere eine ungesunde Aufregung bzw. Aufgeregtheit oder sogar Übererregung, die mir jedenfalls keine Energie gibt, sondern scheinbar sogar Energie entzieht. Deshalb ist Digital Detox oder andererseits digitale Reduktion weiterhin ein wichtiges Thema für mich. Ich persönlich habe für mich die Lösung gefunden, dass ich mir einfach spontan die Schuhe anziehe und loslaufe. Man sollte nur nicht zu einer unsicheren Zeit in einer unsicheren Gegend herumlaufen, weil dann die Psyche auf gesteigerte Wachsamkeit schaltet, um gegebenenfalls schnell den Kurs zu korrigieren oder sogar in eiligen Schritten oder joggend das Weite zu suchen. Und spätestens in dem Fall wird dann auch noch Adrenalin ausgeschüttet und dann ist der entspannende Effekt beim Teufel. Aber ansonsten muss es nicht ein Spaziergang im Wald oder in der Natur sein, um entspannend zu sein. Allein schon das Laufen an sich bringt den guten Effekt. Vielleicht deshalb, weil der Mensch von der Evolution her so konstruiert ist, dass er nötigenfalls täglich weite Strecken zu Fuß zurücklegen kann. Die längste Zeit hatte der Mensch ja keine Autos, keine öffentlichen Verkehrsmittel und in der Regel auch kein Pferd, so dass er in der Lage sein musste, alle Strecken zu Fuß bewältigen zu können, Tag aus, Tag ein. Und wenn man jetzt aber Auto oder öffentliche Verkehrsmittel gewohnheitsmäßig nutzt und am Ende auch noch einen Job hat, wo man viel sitzt und nicht rumläuft, im schlimmsten Fall noch im Homeoffice, so dass man theoretisch fast gar nicht mehr vor die Tür gehen muss, dann ist da theoretisch eine Menge an Energiereserve ungenutzt, die vielleicht ähnlich wie naturgemäße sexuelle Energie nach Sigmund Freud dann auch umkippen kann in eben Nervosität, generelle Unruhe, Ruhelosigkeit, Aufgeregtheit, nervöse Übererregtheit oder auch Angst, Angststörung und so weiter. Und ich ganz persönlich denke jedenfalls, dass einfaches Laufen, also einfach irgendeine Strecke laufen, in jedem Fall schon mal eine gute Maßnahme ist. Vielleicht keine wirkliche Lösung, kein Königsweg sozusagen, aber doch eine besonders naheliegende Maßnahme, weil beim Laufen sozusagen Energiepotenzial bzw. potenziell vorhandene Vitalität in eine vernünftige Form gebracht wird, sodass diese Energie schon mal nicht mehr formwanderisch irgendwo sonst im System herumgeistert oder sozusagen ihr Unwesen treibt. Ich habe mal gelesen, dass der Oberschenkelmuskel, in Klammern eigentlich ein kompliziertes und von der Konstruktion her ziemlich geniales Muskelgeflecht namens Quadrizeps,
Das ist auch der Muskel, der bei den Fitness-Influencerinnen und Influencern stets am brutalsten aussieht, vor allem wenn sie mal wieder mutmaßlich viel zu viele Steroide genommen haben. Also ich habe gelesen, dass dieser Quadrizeps von allen Muskeln der sein soll, der auch von Natur aus am schnellsten regeneriert, auch nach schwerer Belastung. Und das wäre dann für mich ein weiterer Hinweis darauf, dass man im Grunde täglich Strecke laufen kann und vermutlich sogar laufen sollte. Der Wald hat zwar einen besonders beruhigenden Effekt, aber er ist nicht unbedingt sicher und spätestens ab der Dämmerung können einem dort Wildschweine begegnen, was mit Sicherheit gefährlich werden kann, wie auch andere Spaziergänger gefährlich werden können. Dasselbe gilt auch für die Felder. Ein Spaziergang im Mondlicht, insbesondere bei Vollmond über die Felder, ist ein besonderes Erlebnis, wenn die ganze Welt dann aussieht, als ob sie quasi in Milch eingetaucht worden wäre. Aber all sowas sollte man nur in Begleitung und am besten in der Gruppe machen. Es ist deshalb das einfache Laufen in der Öffentlichkeit bzw. in der Zivilisation zu einer nicht zu späten Stunde die beste Lösung. Einfach so oft wie möglich spontan Schuhe an und los, Strecke laufen.